in einem Mächtern Kerl, auf Schwarz im Vorderein, ironische Forelle, vorüber mit ein Pfeil, ich stand an der Gestade. Wir sind im Bistro Chechano beim Tengeli Museum. Hinter uns findet die Buchvernissage statt vom Spalador Verlag. Er bringt das Buch raus, Flutsch, ein Basler Fischbuch für Kinder. Christian, warum ein Kinderbuch im Spalador Verlag? Die sind ja eher bekannt mit B wie Basu oder mit Büchern wie zum Beispiel über Zelmeli. Warum ein Kinderbuch? Es ist ja nicht das erste Kinderbuch, das wir rausgeben im Spalador Verlag. Das heisst, wir haben insgesamt jetzt das dritte im Verlagsprogramm. Das eine, das immer noch quasi ein Dauerbrenner ist, ist das Buch von der Ruth Wärenfels, Schuckis in Basel. Das ist ein baseldeutsches Kinderbuch, das quasi ein Longseller ist. Also da verkaufen wir eigentlich immer wieder. Das ist das meistverkaufteste Basler Kinderbuch aller Zeiten, kann man so irgendwie kurz zusammenfassend sagen. Und dann haben wir ja ein zweites Buch rausgegeben, das heisst Baschi Zischer. Das ist ein kleiner Basilisk, der in der Stadt umeinander reist. Der ist unterdessen auch bei Basel Tourismus aufgenommen worden. Also der läuft dort als Figur umeinander, als Stofftier, als effektiv Stofftier. Und das ist jetzt das neueste Buch, das sich an Kinder ab 10 Jahren richtet, also schon ein bisschen ältere, dass man dann quasi den Bereich Kinderbuch ein bisschen abdecken können. Das ist auch ein bisschen die wirtschaftliche Überlegung, die wir uns machen, dass man quasi vom Kleinkind bis und mit zum 12-Jährigen ein Angebot haben in unserem Verlag. Bei uns ist der Armin Fäss. Er ist der Verfasser von dieser Geschichte, der Autor. Könnt ihr in ein paar Worten eine kurze Zusammenfassung von eurer Geschichte geben? Es ist relativ schwierig. Also erstens sind ja der Fisch, geht ja dann, also der Flutsch geht dann rein. Der wird dann auch Goalie von der einen Flossenballmannschaft. Wir haben ja im oberen Gleibasel die Sardinas Solidudas und im unteren Gleibasel die Fischstäbli-Rüppel. Und das gibt dann so eine Stadtmeisterschaft, wo die beiden Mannschaften gegeneinander spielen. Aber im Rhein ist auch ein Monster, das sein Unwesen treibt. Und ich kann nur sagen, beim ersten Match kommt das Monster, stellt sich vor, also und frisst einmal die Fantribüne und gerade noch den Schiedsrichter. Und ja, da kommt auch der Papyri vor, der Methusalem. Und, aber es sind ja auch ein Katzenfreund zum Beispiel aus Lörrach, die mal eine Nachtwanderung machen hier in Solitude und gerade erleben, wie der Fisch, der Flutsch, sein Bronzekleid verliert und in den Rhein kommt. Also, ja, es ist wirklich eine spannende Geschichte, aber es ist auch lustig, aber es hat auch ein bisschen Liebesgeschichte noch drin. Also es ist auch etwas fürs Herz. Und ich als Berner habe vorhin herzhaft müssen lachen. Die sagen, von Kleinbasel, da gibt es zwei Flossenmannschaften. Was kommt denn von Grossbasel? Ja, es ist schon eben, die beiden Mannschaften sind ja Kleinbasler. Und das Grossbasel nicht zu kurz kommt, wohnt das Monster im Grossbasel. Wie seid ihr auf die Idee gekommen von dieser Geschichte? Also ich bin zweimal in der Woche, immer am Morgen früh, bin ich vom Klingendal ans Kraftwerk gejoggt. Und zwar am Morgen früh und bei jedem Wetter und bei allen Jahreszeiten, also ausser bei Glattis nicht. Und habe einfach immer den Fisch gesehen hier in der Solitude-Promenade. Das ist ja der springende Fisch, die Bronzestatue. Und die hat mich eigentlich immer fasziniert. Und dann habe ich mal gedacht, der Fisch, der kann wirklich auch fliegen. Also, und so haben wir dann so ein Trio zusammengestellt, das dann die Geschichte erfunden hat. Und ich habe sie dann geschrieben. Und ja, es war eine lange Gebärdung, aber dafür ist es ein schönes Kind geworden. Boris Sadko, die meisten Leute werden dein Gesicht nicht kennen, sondern deine Figuren, Nico und Mira zum Beispiel. Und der bist du Autor und Zeichner. Jetzt hier, bei Flutsch, bist du der Illustrator. Was sind die besonderen Anforderungen oder was sind die grossen Unterschiede von Vorgehensweise beim Entwerfen von so einer Geschichte oder von einer eigenen Geschichte? Also der Unterschied zu einer eigenen Geschichte ist natürlich der, dass man die Geschichte nicht selber geschrieben hat. Man bekommt sie vorgelegt, man bekommt schon Vorschläge.
welches Motiv man umsetzen kann. Da kann man natürlich aber auch eigene Vorschläge machen. Natürlich. Und es ist im Grunde genommen ist es wie eine zweite Ebene, wie man erzählt, mit den Bildern wie nochmal eine eigene Geschichte. Oder? Weil die meisten blättern durch das Buch das erste Mal und schauen nur die Bilder an. Und der Aspekt zu beachten ist auch relativ wichtig und so gesehen ist die Freiheit auch relativ auch gross, dass man quasi kann, eine fremde Geschichte doch zu seiner eigenen machen. Und es gibt auch gewisse Details, jetzt beim Flutsch hat es einen Fisch gehabt, wo eben der Armin Fass beschrieben hat und dann habe ich da recherchiert und habe gemerkt, der wird beschrieben als grobschlächtige Siech, oder? Und als ich da recherchiert habe, habe ich gemerkt, dass es so ein kleiner Wunzling ist. Und dann habe ich aber einen ähnlichen Fisch gefunden und gefunden, hey, der würde aber besser passen. Und dann hat er gefunden, dann schreibt er die Geschichte um, dann wird das ein Riesenbrocken. Oder? Das heisst, es gibt auch ein Gehen und ein Nehmen, oder im besten Fall, was jetzt in dem Fall eben auch so war. Also, das ist der Unterschied. Also es ist in dem Moment tatsächlich eine Interaktion zwischen dem Autor vor Geschichte und dem Autor oder dem Zeichner vor Geschichte, dass das die Geschichte selber noch verändern kann? Ja, natürlich. Also eben eine Geschichte schreiben ist ja... ist ja immer ein sehr bewegender Prozess. Es ist ja, die Idee, die man am Anfang hat, ist am Schluss, wenn das Buch fertig ist, eigentlich ganz eine andere geworden. Und das ist eben ein Gehen und ein Nehmen. Und eine Metamorphose findet statt. Und das ist auch ein spannender Prozess, also für den Zeichner wie auch für den Autor. Also eben, es gibt am Schluss eigentlich ein Ganzes, wo zwei Teile miteinander verfügt worden, miteinander verbunden worden sind. Und so gesehen ist es nicht ein Job, wo man dann irgendwie sagen muss, okay, ich mache nur Zeichnungen, sondern man ist eigentlich wirklich involviert in den kreativen Prozess.